Nach rund einem Jahr Bauzeit nahm der Zweckverband Jena Wasser heute den sanierten Hochbehälter im Jenaer Ortsteil Drakendorf wieder in Betrieb. Seit Juni 2021 ist die Anlage aus den 1970er Jahren umfassend saniert worden. Neben den Planern und Bauunternehmen waren auch einige Anlieger der angrenzenden Gartenanlage gekommen. Aus diesem feierlichen Anlass gab es extra eine Torte mit dem Bild des Hochbehälters. Diese wurde angesichts der Einweihung von Vertretern der Stadtwerke, der Stadt und des Zweckverbandes angeschnitten und anschließend unter den Gästen verteilt. Der zweite Hochbehälter am Standort Drakendorf befindet sich mitten in einer Gartenanlage. Dieser Standort brachte für die Bauarbeiter viele Probleme mit sich. Wenn man hier die Lage sieht, wir sind hier im Bereich von Kleingartenanlage, eine sehr beengte Zufahrt, die wir hier auch haben. Das heißt also, die Baufahrzeuge, zum Teil waren bis zu 7 Baufirmen hier vor Ort gewesen, die gleichzeitig gearbeitet haben. Das heißt, alles musste natürlich hier über schmale Wege hier zugefahren werden. Die Erdarbeiten, die wir hier gemacht haben, haben wir versucht, hier auf dem Gelände alles, die Erde hier zu belassen und nicht abzufahren. Und insbesondere den Drehkran, den man hier gebraucht hat, den haben wir in Stücken hier hochgefahren und haben den dann hier oben wieder aufgebaut. Der Hochbehälter verfügt über eine Speicherkammer mit einem Fassungsvermögen von 5000 Kubikmetern, die aus dem Wasserwerk Drakendorf gespeist wird. Aus seinem Speicher werden das gesamte Gelände des Uniklinikums sowie 7000 Einwohner in Drakendorf und Ilmnitz versorgt. In den vergangenen Monaten sind die Wasserkammern saniert, eine neue B- und Entlüftungsanlage installiert, ein neues Bedienhaus errichtet und die komplette Rohrtechnik ausgetauscht worden. Die Anlage wurde mit moderner Steuerungstechnik ausgestattet und an das zentrale Prozessleitsystem angeschlossen. Für die Versorgung der umliegenden Gärten wurde zudem eine Druckerhöhungsanlage installiert. Ich persönlich freue mich natürlich sehr, dass wir dieses Bauvorhaben auch vor den momentanen doch recht aufregenden Zeiten hier erfolgreich meistern konnten, dass das Ganze planmäßig gelaufen ist und das natürlich dank, sage ich mal, der Zusammenarbeit von Planern, Bauunternehmen und alle, die hier vor Ort auch waren, dass natürlich sowas auch möglich sein kann und auch ermöglicht wurde. Insgesamt investierte der Zweckverband Jena Wasser rund 2,1 Millionen Euro in die Maßnahme aus dem Wasserversorgungskonzept 2040. Der Hochbehälter war in den 1970er Jahren für den wachsenden und sich auch auf höhere Hanglagen ausbreitenden Stadtteil Neulobeda errichtet worden. Nach 50 Jahren in Betrieb war eine Komplettsanierung notwendig geworden, um die Wasserqualität für die Verbraucher und die Arbeitssicherheit für das Bedienpersonal weiterhin gewährleisten zu können.